Jetzt wollte ich gerade schon auf Englisch anmoderieren, aber egal. Hola, liebe Freunde, und herzlich willkommen zurück in der Hyrule-Ebene beim Knaller des Jahres Zelda Twilight Princess. Brams. Hätte sie nicht einfach liegen lassen können. Ja, und dann. Unserem farbenfrohen Christoph hier am Controller. Es war jetzt irgendwie ein nicht wirklich selbsterklärendes Bild auf die Rubinsammlung. Ah, okay. Deswegen. Ja, das ist richtig. Hätte man missverstehen können. Na, guck mal, hier kann man mal schön. Ne? Und diesen schwarz-gelben Dreck am Horizont, das wieder sagt mir als Schalke-Fan ja sowieso schon von Natur aus. Und wen haben wir denn da? Ein Goron in der Wildnis. Bist du Türsteher oder was? Oh. Bist du etwa dieser Mensch, von dem wir die anderen Goronen berichtet haben? Aber schau dir nur mal diesen Felsen an, ob es hier einen Erdrutsch gegeben hat. Warum bist du eigentlich hier? Wolltest du etwa hier durch? Wenn ich etwas Quellwasser trinken und wieder zu Kräften kommen würde, könnte ich diesen Felsen vielleicht beseitigen. Wenn du Quellwasser hast, sprich mich ruhig noch einmal an. Ja, haben wir aber nicht. Können wir dir besorgen, wenn wir wüssten, von welcher spricht er, von Ranels Quelle oder? Ich gehe davon aus, dass er die Quelle hier meint halt. Ja, eigentlich zig Stück, ne? Also immer da die Lichtgeistquellen. Wobei, ne, ich meine die Eldin-Quelle, meine ich, Entschuldigung. Ach so, ja, oder so. Halt, warte mal, ist doch Eldin, ne? Hier, genau, ja. Hallo, vom, ja. Ja, bei Kakariko, hier. Ja, da, genau, ja. Wahrscheinlich, weil da war ja extra heiße Quelle, bla bla bla. Ja, dann warp dich, du Sau. Wollt ihr direkt machen? Ja, weiß nicht. Ich weiß ja nicht, ob das nicht nee, kann mir eben sofort wieder wichtig richtig sein. Ja, machen wir das doch. Weil... Ich höre doch auf dich. Wenn du was sagst, dann machen wir das doch. So, ihr denkt jetzt, cool, er hört auf mich. Ich weiß einfach, wenn ich auf blassen Dunst was sag und zufällig richtig liege, dann macht er es auch. Das ist das normale Prinzip. Ob wir wirklich richtig stehen, sehen wir dann gleich, wenn das Licht angeht. Ja. So, erstmal heilen. 1, 2 oder 3, letzte Chance vorbei. Ah, sehr schön. Ein bisschen im Kreis laufen. Ja, und jetzt opfern wir jetzt den Regenwurm oder den Trank? Ja. Jens, ist das eine ernst gemeinte Frage? Also den Trank. Ja, genau. Ich werde bestimmt den Trank ausgeben, um so dummes Quellwasser mitzunehmen. Das ist eine sehr gute Idee. Kann man sein können? Weil der Regenwurm hat uns jetzt auch lange genug begleitet, ob der überhaupt noch genug Sauerstoff kriegt in dem Glas. Ob der überhaupt grundsätzlich nur lebt und schon verrottet ist. Ein Häufchen Staub. So, da sind wir. Ach, guck mal, was da oben hängt. Da müssen wir gleich auch nochmal hin. Warte mal, dann gehen wir jetzt erst dahin. Und da hängt nämlich auch noch was. Da gehen wir jetzt erst hin. Ein ganzes Pärchen. Kein Problem. Alles easy. 20 Meter, kein Problem. Würde ich dem Wolf ja dann noch wesentlich eher abkaufen, aber ihm, ach, pff, mein Gott, ich meine, die Gelenke. Pff. Ja, in jungen Jahren ist das alles noch kein Problem. Eben, in dem Alter. Mensch. Kinderspiel quasi. Ja. Zack, hoch ins Etagenbett hier. Das sieht auch mega bequem aus, ne? Also so, wirklich auf Bahnschwellen gebaut quasi. Metall und Holz, ja. Ja. Ist sehr gemütlich. So. Wobei mich das ja auch immer wieder an Skyward Sword erinnert, ne? Die guten Holzbetten, wenn er sich dann zum Schlafen da so reingeschmissen hat. Ohne hat, ne? Matratze, ohne Lattenrost, ohne alles eigentlich. Einfach aus vollem Lauf über die Hüfte, wie beim. Wie heißt nochmal beim Hochsprung? Flip? Keine Ahnung. Oder Flop oder so. Ja, wenn man quasi nicht so, sondern mit dem Bein zuerst über die Latte geht, das macht man jetzt beim einer bestimmten Höhe natürlich nicht mehr. Ja, das ist aus der Ruhe gekommen. Eine Geister wieder gekommen. Zack. Eins. Ach mal, hier kann man wühlen. Für unseren Maskenträger sammeln wir die natürlich fleißig weiter und jetzt. Ja, ausnahmsweise müssen wir hier, gehen wir hier mal nicht in den Boden rein. Wird auch mal wieder Zeit, dass wir Geld ausgeben. Ja, allerdings. Ich weiß aber nicht wofür. Das ist mein größtes Problem im Moment. Da habe ich ja letztens auch noch mit unserem guten Steffen drüber gesprochen. Da war ja eventuell unter den neueren Titeln Link Between Worlds noch mit eins der sinnvollsten Spiele in dieser Richtung. Ne? Also da, ich meine, irgendwann hat es zwar auch horrende Ausmaße angenommen, was man da, was man da so an, hey,
Kohle ausgeben musste, aber ja, immerhin hat man dann mal nicht ständig umsonst gesammelt. Ja. Ja, ich meine, Wind Waker war ja auch so, WWHD wiederum dann nicht mehr, weil sie das ja da ein bisschen angepasst haben. Wegen der Triforce-Karten, ne? Genau. Wegen dem Entschlüsseln, was ja schweineteuer war. Ja, genau. Mein Gott, das ist auch ein Stress, diese körperliche Belastung immer. Ja, Wolf, da Mensch. Da werde ich echt zum Tier. Badumts. Badumts. Oh, was denn unser so geht. Totenstille. Schön, hier kann man. Ja, allerdings Totenstille. Und Link muss erstmal wieder Radau machen. Oh, natürlich. Hast du gesehen, wie der Rubin weggeflogen ist? Hä? Low Gravity hier im Haus, oder? Geil. Die sammeln sich auch alle an einem Ort. Das ist das Allergeilste. Ohne Gefälle im Boden einfach. Irgendwie ist das gerade ein bisschen komisch, ja. Ein bisschen spooky, ey. Wir waren hier schon, ne? Ja, wir sind hier schon. Ein bisschen mal. Awkward Silence, so. Hört so eine Treppe. Na, wie viel sind da wohl drin? Hä? Ja. Aber WTF, wir waren hier doch schon mal. Warum haben wir denn sowas hier stehen lassen? Ja, oder haben wir die damals... Auch, da hatten wir auch schon 300. Wahrscheinlich, ne? Da hatten wir noch nicht die große, also... Was ein Schmuh. Da waren wir noch knapp bei Kasse und ja, trotzdem... Hier. Hier waren wir doch schon. Trotzdem platzten uns die Scheine schon aus dem Portemonnaie. Das ist halt... Ja, so einen Pugel in der Hose hatten wir damals schon. Also, Portemonnaie halt, ne? Ja. Selbstverständlich. So, aber hier oben ist... Bin ich damals auch irgendwie mit den Goron viel schneller hier hochgekommen? Keine Ahnung. Was weiß ich? Easy. Zack. Zack. Boah, da rollt er sich noch nicht mal mehr ab. Das macht er so. Unter 15 Meter. Ja, genau. Zack, ouch. Und jetzt so halbes Herz verloren. Ja, weil wir dagegen gerollt sind. Genau. Nur deshalb. Sonst wäre es gar kein Problem gewesen. Ach so, übrigens, ach, jetzt habe ich es gerade gehört, das trifft sich jetzt extrem gut. Wir haben übrigens offiziell, es ist zwar jetzt leider zum Release dieses Videos schon ewig her und ich bin mir nicht sicher, ob wir es schon in Hyrule Field mal gemacht haben, aber wir haben die offizielle Anfrage, / Bitte eines unserer Dauerzuschauer und Fans, doch mal ein Hühnchen zu haben. A la OOT. Und wir sollen doch gespannt sein, was denn passiert. Nicht viel. Ich weiß es auch nicht. Ich hatte jetzt eigentlich mit dieser, ne, so Kakariko-Killer-Chicken-Geschichte gerechnet, aber... Christoph nimmt das Ganze auch sofort wieder. Aber bisher tut sich da noch nicht so viel. Tja, schade drum. Da ist aber auch ein schwarzes Chicken hier. Ah, doch nicht. Jetzt hast du verkackt. Ja, jetzt sterbe ich. Passiert jetzt noch was? Es ist eine Katzin, ja, ne? Ja, ich kann mich nicht bewegen. Ich bin ein Hähnchen. Hä? Können wir hier eigentlich auch so wie in OT fliegen damit? Nee, ne? Weiß ich nicht. Das glaube ich noch nicht ausprobiert. Auf geht's! Zeit ist herauszufinden. Ah, Tatsache. Wir haben ja auch, ich sag mal, höchstens mit Schild und Schwert, ich sag mal, 85 Kilo Kampfgewicht, wenn überhaupt. Mindestens allerdings. Jetzt nochmal draufhauen. Mein Gott. Ja, das ist falsche Richtung schicken. Du sollst mir nicht, aber. Ja. So, jetzt aber. Guck mal, ich bin das Hähnchen. Ach so, ach, jetzt habe ich es erstmal gerafft. Ich bin das Hähnchen, warum auch immer ich das Hähnchen werde, wenn ich 5-mal drauf hau. Geil. Ha, ehrlich. Ich weiß nicht, ob das wirklich Sinn der Sache ist, aber es ist witzig. Ja, er hat ja nur gesagt, freut euch drauf, was passiert. Er hat jetzt nicht gesagt, was gut, passiert. Das, genau, was passiert. Ja, das ist natürlich das ist auch cool. Mal cool. Oh, was? Ach, immerhin, inklusive Frühstück. Und freier Eintritt. Und freier Eintritt. Geil. Therme, wo da haben wir auch so oder so Eintritt frei. Irgendwas greift hier uns auch ständig an, aber ich weiß nicht was. Aber ich bin auch zu faul, stehen zu bleiben und zu gucken. So. Jetzt können wir endlich mal in der Therme hier jetzt mal das Wasser mitnehmen, was wir eigentlich schon die ganze Zeit machen wollten. Du hast aber noch nicht die beiden Insekten da, ne? Die Welche beiden Insekten?
Du hast sogar jemanden an der Wand hängen sehen. Ich habe. Weswegen du eigentlich hier. Das hier meinst du jetzt? Das haben wir mitgenommen. Das waren aber keine Insekten, sondern die Geister. Ach so, ah, okay. Ja, da habe ich jetzt gepennt. Also ja, ich habe mitgekriegt, dass du die platt gemacht hast, aber ich dachte, das wär ein goldener Schimmer gewesen. So. Tja. Der bewegt sich ja noch. Teil dir mal in der Mitte immer so durch. Boah, der sieht aber auch irgendwie ziemlich eklig schon aus, so eine halbe Blindschleiche. Na gut, dann ziehen wir mal Quellwasser hier. Ja. Und dann auf geht's, ab geht's, 3 Tage wach. Lalala. Kalt ist es einfach nur Wasser. Aha, weil Quellwasser einfach zu Wasser wird, solange. Vor allem leg es auf B, um all dein Herzen mit aufzufüllen. Ist halt auch ziemlich epic, ne? Ja, in der Tat. Und jetzt sehen wir auch, was passiert, wenn man zu viel davon trinkt. Zack, easy peasy. Ja, danke. Sag das so, Hotel Eldin. Das Eldin. Ja. Immer ein Klassiker. Und dann springt man übrigens auch so aufs Feld. Das die falsche Richtung war, leider. Ich weiß jetzt nur nicht, ob wir trotzdem über das Feld kommen. Das müssen wir jetzt mal eben gucken. Ja, komm, darf ich jetzt mal in die Karte gucken? Danke. Nein. Oder? Kommen wir jetzt schon. Warte mal, ich muss jetzt eben gucken. Kommen wir jetzt schon hierher? Ja, ne? Da kommen wir doch rein theoretisch her, oder? Ja. Ich glaube. Ja, dann rennen wir einfach daher. Weil sonst müssten wir so oben rum, das ist ja auch Quatsch. Dann rennen wir jetzt hier. Du musst doch wieder warpen lassen. Das Problem ist, das funktioniert nicht. Soweit ich mich erinnere. Ach, weil das Wasser sonst. Ja, so wie damals bei OOT ja auch. Ja. Aber einen Timer gibt's jetzt nirgendwo, ne? Nein. Aber das heißt ja nichts. Nö, nee, das musst du schon selber rausfinden. Aus dem Weg. Die wilde Stute hier. Wofür überhaupt nur das Schwert zücken? Ich meine, wenn du so eine Kampfstute hast, dann. Richtig. Ab geht die Party ab. Zäsch. Oh Mist, jetzt habe ich mich wieder gemacht. Gerade eben nochmal die Sporen gegeben und BAMS! In die Fresse. So, ohne Cutscene. Keine Zeit. Ja? Keine Zeit. Da oben ist auch irgendwas. Keine Zeit. Keine Zeit. Wissen auch nicht wirklich zahlenmäßig, wie viele von den Seelen wir brauchen, ne? Oder hat er nicht was von 20 gesagt? Oder 20 wäre fast relativ wenig, oder? Ja, ja, doch, kann aber, ersten, doch, kann ne? sein, aber. Ach so. Für den ersten Perk. Da hing auch eine. Und ja. Ich glaube, die haben wir die hatten wir schon, genau, ja. Richtig. Ja, super. Du warst ach Mensch, Epona, ey. Da hätten wir ja besser exakt getimte Sidesteps machen können. So. Oh, da jetzt eine Katze? Oder warum wir einen Transition? Transition? Tut mir leid. Wo ist der Gute? Da unten steht er, ne? Warte. Moment. So sind wir ja schneller von daher. Ach ja, stimmt. Hast du ausgerechnet? Ja. Frame perfect. Machen wir. Ach, hier geht das natürlich nicht. Hier ist immer so. Ach nee, doch nicht. Ja doch, ein bisschen schneller wirst du dann, aber du bist grundsätzlich gefühlt langsamer. Ist eher so, Hast du eigentlich auf die Zeit geachtet? Ja. Grenzenlos. Noch 25, bis kein Ton kommt. Sehr gut, sehr gut. So, dann haben wir es ja jetzt. Hoffentlich auch in time. Ja, jetzt bitte, wenn jetzt gleich die Dinge ins Rollen würde. Die oder einfach beim Verwandeln Flasche verloren. Hey. Kann aber passieren.
Gibt auch nichts zu sehen, dass ich jetzt hier plötzlich mich verwandle vor ihm. Und ihr was Quellwasser, bla bla bla. Was hätte ich jetzt machen sollen, ganz ehrlich? Aber dann war es scheinbar nur noch normales Wasser, weil sonst hätte ich es ja auch getrunken. Epic, ey. Oh, herrlich. Darn it. Ja, läuft. War auf jeden Fall richtig gut. Dafür musst du ja jetzt sterben. Zack. Ja, hat sich ja richtig gelohnt, dass wir das mit dem Quellwasser gemacht haben. Richtig gut funktioniert. Ja, schade. Leute, tut mir ja leid, aber... So, Leute, jetzt ist natürlich die alles entscheidende Frage. Das machen wir dann offscreen. Genau, das machen wir dann offscreen und würden uns dann mit der Cutscene zum passenden Gespräch wahrscheinlich wieder melden. Einfach jetzt nach dieser Folge. Ne? Jetzt gibt es noch einen ordentlichen Ausklang und dann... Gucken wir mal, ob wir es vielleicht nochmal hinkriegen. Was? Lass das. Wenn du dich jetzt verwandelst, ziehst du unnötig Aufmerksamkeit auf dich. Weil wir uns als Wolf bestimmt nicht so viel Aufmerksamkeit auf uns ziehen. Wir können ja die Stadt erst einmal verlassen und wiederkommen, wenn sie die Aufregung ein wenig gelegt hat. Genau. Vor allem in so einer total ruhigen Seitengasse, weißt du? Ja. Wo auch kein Schwein hinguckt. Geht nicht. Das geht nicht. Das geht nicht. So, ja gut, dann verwandeln wir uns jetzt halt. Ja gut, dann müssen wir das mit dem Wasser halt irgendwann anders mal machen. Ich hab auch keinen Bock mehr zu. Ihr habt aber das Prinzip auf jeden Fall durchschaut. Ich meine, was es bringt, wissen wir ja auch schon, ne? Dass er uns dann da den Weg frei. Ja, die Frage ist nur, wie die Lösung aussieht. Das können wir aber dann ja auch noch erzählen, wie wir das dann gemacht haben. Genau. So, dann gehen wir mal zu Thelma. Sprechen mal und gucken mal, was die denn für Kollegen so da hat. In ihrer Doppelkopfrunde. So, there we are. Back again. Ach, der Postbote. Okay. Der schläft da. Ja, nicht wetten. Hat auch keine eigene. Nerd. Da bist du ja. Ja, ja. Ich habe dich schon erwartet. Du kommst übrigens genau zur rechten Zeit. Wir haben gerade über dich geredet. Alle mal herhören, ich will euch jemanden vorstellen. Das hier ist Nerd, der, von dem ich euch schon so viel erzählt habe. Du erinnerst dich doch noch an das, was ich dir erzählt habe? Meine Freunde und ich, wir wollen etwas für Hyrule tun, weil hier in letzter Zeit einiges schief läuft. Einer von uns ist allerdings gerade unterwegs, um etwas über die Gerudo-Wüste im Osten zu erfahren. Ein mysteriöser Ort. Raffler heißt er, ein netter Alter. Du sollst ihn kennenlernen. Ihr würdet euch bestimmt verstehen. Hör mal, jetzt bist du extra hier. Da kannst du dich ruhig ein wenig entspannen, bevor die Reise weitergeht. Unterhalte dich doch ein wenig mit meinen Leuten. Alles ganz wundervolle Menschen. Na dann. Okay. Hi, na, wer seid ihr denn so? Hi. Schwing. Aha. Raffler versucht gerade in der Nähe des Hyrule-Sees etwas über die Gerudo-Wüste zu erfahren. Warum dann auch zur Wüste gehen ist ja... Also... Ne? Inwiefern? Ja... Warum geht er jetzt zum Hylia-See, um etwas über die Wüste zu erfahren? Weil die Wüste im Osten ist. Achso, da. Ah, okay. Ja. Jappo. Hey, hallo. Du bist doch Nerd, oder? Mich nennen die Leute Jago. Schön, dich zu sehen. Thelma hat mir alles über deine Taten berichtet. Anscheinend bist du ein richtig großer Kämpfer. Ich bin mehr der Bücherwurm. Im Kampf leider nicht ganz so gut, wie ich gerne wäre. Na, zumindest kann ich dir alles über die Geschichte Hyrule und seine Mythen berichten, wenn du dich dafür interessierst. Gerade irgendwie nicht so wirklich. Nicht danke. Danke. Doch so viel zu erzählen? Hi, ich bin Ashley. Meine Kindheit habe ich in den Bergen verbracht und mein Vater hat mich gelehrt, wie ein Soldat zu denken. Die ist mir auch irgendwie schon wieder zu groß. Ja, Entschuldigung, aber
Deshalb bin ich manchmal etwas ungehobelt. Nimm es besser nicht persönlich, ja? Übrigens, es gibt etwas, das ich dir besser sagen sollte. Die Berge im Norden von Hyrule, die Schneeberge, sie sind anders als alle Berge, die ich kenne. Ich weiß zwar noch nichts Genaues, aber dieses Gebirge ist irgendwie nicht normal. Dort regiert das Böse. Ich sage dir Bescheid, sobald ich etwas herausfinde. Für den Augenblick solltest du diese Berge aber auf jeden Fall meiden. Das fand ich damals aber zum Beispiel ganz cool, dass es sozusagen so eine Art, soll man sagen, Untergrundorganisation hier gab, die sich halt dann so, ne, dass du in Anführungsstrichen nicht so ganz alleine für Hyrule kämpfst, sondern eben ja. Dann doch auch noch ein paar Kollegen hast. Ich meine, natürlich werden die so hilfreich sein, wie Zelda auch immer hilfreich war. Die ist ja nicht. Die ist ja meistens am Ende noch erstaunlicherweise hilfreich. Ja, dadurch, dass es die Lichtpfeile gibt, Wahnsinn. Mach sie schon wieder. Aber ansonsten. Unsere kleine Pussy. Ja. Macht die ja nicht so viel. So. Was soll ich nur nehmen? Hauptsache irgendwas mit Fleisch. Achso, er hat das Menü in der Hand. Also, jetzt sind wir wenigstens an den Tisch zu setzen, aber das ist jetzt zivilisiert wahrscheinlich. Ja, vermutlich. So. Na gut, liebe Leute. War es das schon? Das war's auch schon wieder, denn es klingelt ja nicht mehr. Dann. Wir sind zurück in Hyrule Stadt Süd, haben natürlich ganz interessant nicht nur so eine kleine Underground-Organisation kennengelernt, sondern haben wir auch so ein bisschen wahrscheinlich einen Hint bekommen, einen Hinweis wo wir weiter auf, genau, die nächsten zwei Areale, die wir hier noch erschließen müssen. Also Hyrule wächst Stück für Stück, ähnlich wie in Skyward Sword, und deswegen sagen wir schon wieder, danke fürs Zuschauen, ne? Sorry nochmal wegen der Sache mit dem Geron, das finden wir schon irgendwann noch raus und dann erstatten wir euch da Bericht. So ist das. Aber epischer Fail musste auch mal wieder sein. Die Geisterseelen, da kommen wir ganz gut voran. Und, was haben wir noch gemacht in dieser Folge? Irgendwann war da noch. Also ja, wir haben noch, nee. Das Hühnchen. Ach ja, genau. Das, genau, und wir sind quasi zum Huhn geworden. Zum halben Gockel hier. Das, ja, wie auch immer. Das war eine sehr komische, außerkörperliche Erfahrung. Ja, genau. Deswegen, liebe Leute, wie immer, die Infokarte oben rechts, Daumen nach oben nicht vergessen, abonnieren solltet ihr das noch nicht getan haben und wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder bei Let's Play Zelda Twilight Princess. Haut rein, macht's gut und bis dahin, ciao. Ciao.